Moin Moin, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Stadion-Vlog. Ist jetzt schon etwas länger her, aber heute Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Vor allem, ich sehe mal Kevin Trapp wieder live. Den hätte ich schon früher in Lautern immer live gesehen. Ich denke, Union Berlin will den Abstand auf die Bayern auf jeden Fall wieder vergrößern. Und schauen wir mal, was passiert. Ich denke, es wird ein gutes Spiel, obwohl, ich habe geguckt, Frankfurt ist ja 7.-8. Und ich habe eigentlich gesagt, sie sind viel schlechter in die Saison gestartet, weil ich das Gefühl habe, die haben richtig scheiße gespielt. Aber gut, die Saison ist auch noch früh. Und ich bin mal gespannt, wie das Spiel wird. Bin es erst schon mal im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Wir fahren jetzt hin, knapp 2 Stunden. Und ja, wir und spätestens im Stadion. So, ich stehe jetzt vom Haus von Lars. Er drückt gerade noch die Tickets aus. Der sollte demnächst jetzt kommen. Wir sitzen Ostkurve. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wie gesagt, das ist zum ersten Mal in dem Stadion. Ich denke aber, das wird heute von beiden Fanlagern sehr geil. Erstens von Union Berlin und von Eintracht Frankfurt. Ich denke, das wird sehr geil von beiden. Das kann schon, also Top-Spiel, ne? Top-Spiel würde ich sagen, die Woche. So, wir sind jetzt in Frankfurt angekommen, haben gerade geparkt. Wir gehen jetzt Richtung Stadion. Das ist, also bis jetzt, nicht so viel los. 2,5 Stunden vor Anpfiff. Also, was ist der Tipp heute? 3-1. 4? 1-3. 4? In Berlin? Ich sag 3-2 für Union Berlin. Aber ich denke, es wird ein gutes Spiel. Ich gehe mal Richtung Stadion und dann erstmal was trinken. Alter, wir haben übel Durst und übel Hunger. So, wir sind jetzt durch die Kontrolle. Wir haben jetzt eine halbe Stunde vor der Kontrolle gestanden, weil die erst 3 Stunden vor Anpfiff vielleicht verhindert. Wir gehen jetzt zum Stadion. Das ist erst schon mal von außen. Ich bin mal gespannt. Ich sag gar nicht, wo wir sind. Also, wir müssen erst mal gucken, wo wir hin müssen. Ich bin hyped. Lars, wie schaut's bei dir aus? Ich hab Bock, ich hoffe, da geht Stimmung und spätestens. Ja, Stimmung technisch erwartet sehr, sehr viel. Ich muss aus dem Stadion. Der Stadion sieht von außen richtig geil aus. Wir sind eigentlich auch direkt da hinten, wo wir sind müssen. Wir gehen jetzt direkt. Gehen wir rein, ja, ne? Wir gehen rein. Wir holen uns hier draußen nichts, wir gehen rein. Und der erste Blick ins Stadion bin ich auch mal gespannt. Sieht von außen sehr gut aus, so Art Kolosseum-mäßig für dich. Wir gehen einfach mal gucken. Der erste Blick ins Stadion sieht schon sehr geil aus. Wir sitzen irgendwo hier unten oder so. Wir sind genau über der Auswärtsfans. Es wird so geil. Ich schwöre Gott, es wird so geil. Sieht sehr geil aus, der Stadion. Muss ich sagen, von innen und von außen sehr geil. Und ich hab Bock, wie schaut's bei dir aus, Lars? Absolut. Sehr geil, wir gehen jetzt auf die Plätze. Ja, bis jetzt, ja. Jetzt zeige ich euch, wo die Plätze hier sitzen. Das ist wirklich sehr geil, muss ich sagen. Baba. So, wir waren gerade auf dem Klo und haben einfach den Union Berlin Bus verpasst. Bodenlos, gerade noch so der Arsch gesehen. Das ist ja bodenlos, wie scheiße. So, noch eine Stunde bis Anpfiff. Die Musik wird gerade leiser, aber vielleicht passiert irgendwas. Fans sind noch gar nicht so viel da. Ah, Bundesliga-Intro passiert gerade. Aufstellung sollte jetzt auch echt gleich rauskommen. Ich zeige euch irgendwo hier. Einstellungen zeigen. Stadion ist noch sehr leer. Wir gehen uns jetzt über Cheeseburger. Wie sind die jetzt? Fertig, sieht richtig aus. Jetzt zeigen wir mal. Wie schmeckt? Und 1 bis 10. Stabile 8. Stabile 8. Ich weiß es auch drin. Stadionburger, keine Ahnung, kommt irgendeine Scheiße, ne? Der ist richtig geil. Der ist richtig geil, muss ich sagen. Und kurze Feedback am Rande, der Burger, der war brutal, Alter. Ich schwör bei Gott. Der war richtig geil. Also da kann mancher Burgerladen sogar inpacken, sei so wie es ist. Sie haben 6 englische Wochen vor der Brust. Und nach eurer Unterstützung beginnt unsere Mannschaft von Eintracht Frankfurt rockt raus. Die Stimmung ist bis jetzt für mich neutral, weil voll ist das Ding noch nicht. So, ich bin mal gespannt heute. Beide Mannschaften sind raus, ich bin echt mal gespannt, Alter. Vor allem auf so Götze oder auf Geraldo Becker, Sibatö und Union-Fans genau unter uns. Fühlt sich auch langsam, müsste demnächst beides voll sein, denkst noch eine halbe Stunde. Geht's ab, Alter. Da trippelt er da vorne dran, da Sibatö und der Becker. Thank you.
Geisteskrank, Frankfurt, Europäer, aber nicht so krass. Wissen wir mal, aber
Union geistig. Man hört es jetzt laut an. Also Halbzeitanalyse, 2-0 geht fit. Frankfurt klar, ganz klar die bessere Chance. Union Berlin macht nicht so viel. Das ist nach irgendwie gar nicht im Spiel, habe ich das Gefühl. 2-0 geht zu fit. Ich denke aber in der zweiten Halbzeit wird es jetzt abgehen. Weißt du, wie es ist. Also jetzt wird es eskalieren, denke ich mal. Guck mal. Aus 2-0
für Frankfurt. In der Endsumme zu Recht. Ein ganz klar, Thorsten besser gewertet. Union hat 8-2-3 gute Chancen gehabt. Aber da ist leider nicht viel rausgekommen. Und der Kevin Trapp hat 8 Dinger. Divo heilen musste, sehr gut gehalten. Verdient. Union Berlin trotzdem gekämpft. Fans von Union Berlin brutal stark. Also die feiern die jetzt gerade immer noch an. Respekt an die. Frankfurt hat man jetzt nicht viel gehört. Aber fängt auch bei mir über den Union mit den Fans gehört haben, aber wenn die auch nur wirklich so gesprungen sind oder so, dann hat man sie mal gehört. Also viel bekamen jetzt fand ich jetzt nicht von Frankfurt-Fans, egal. Sind wahrscheinlich trotzdem krasse Fans, hätten Moana sitzt, wäre es besser gewesen vielleicht von denen. Aber ein zu rechtes 2-0 für Frankfurt, kann sich beschweren, kann sich keiner beschweren. Union Berlin einfach, da haben wir im letzten Pass zu unkonsequent. Und die Standards, also die Ecken von Union Berlin, waren geisteskrank schlecht. Muss man einfach auch sagen. Jo, lieber Tschö, Becker komplett tot, nichts passiert. Also ich habe jetzt gerade das Video geschnitten und es ist jetzt Montag, da wird der Sonne auf dem Bett, da habe ich jetzt nicht gefilmt. Ich wollte einfach mal so wieder gucken gehen. Das Spiel war auch nicht so gut. Auf jeden Fall Frankfurt war immer noch klar verdient gewonnen. In Berlin hat ihre Chance genutzt. Die hatten wirklich 2-3 Kracher, wo aber Kevin Trapp böse gehalten hat. Euch hat das Video gefallen? Könnt gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo, Kommentar immer gerne da lassen. Gerne positiv, negativ, egal. Würde mich freuen, wenn ihr es nächstes Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.